Die Karnali-Zone ist die benachteiligste Region Nepals. Rund 170.000 Menschen leben in diesem unwegsamen Gelände des Westhimalayas, einer der ärmsten Regionen der Erde. 11 Kinder aus dem Shangri-La-Waisenhaus kommen ursprünglich hierher. Die Karnali-Zone wird auch die vergessene Insel Nepals genannt. Trotz vieler natürlicher Ressourcen ist sie vom Rest des Landes abgeschnitten. Es gibt keine Straßen, kein Telefon, kaum Schulen und medizinische Versorgung. Die Lebenserwartung liegt bei 40 Jahren. Die Analphabetenrate liegt bei 75%, bei Frauen sogar bei 92%. Die Karnali-Zone ist die einzige Region der Erde, in der Frauen früher sterben als die Männer. Fast jeder Fünfte entstammt einer niedrigeren Kaste oder gilt als unberührbar, ist also in seinen Grundrechten eingeschränkt und leidet unter sozialer Diskriminierung. In der Distrikthauptstadt Jumla gibt es nur ein Krankenhaus, in der ein Arzt für mehr als 70.000 Menschen zuständig ist. Im Winter 2004 machten sich Rocco Umbescheid und Stefan Groß von der Govinda Entwicklungshilfe auf, um sich die Lebensumstände vor Ort in der Karnali-Zone anzusehen. West-Nepal war zu dieser Zeit noch unter der Kontrolle maoistischer Rebellen, die im unwegsamen Gelände des Himalayas ihren Bürgerkrieg führten. Während der gefährlichen Reise durch die Berge waren die beiden so geschockt über die schlechten Lebensbedingungen der Menschen, dass sie nach ihrer Rückkehr ein Konzept erarbeiteten, um den Heimatdörfern der Waisenkinder vor Ort direkt zu helfen. Im Hintergrund dieses neuen Hilfsprojektes der Govinda Entwicklungshilfe steht die Überlegung, dass eine nachhaltige Hilfe für die Kinder in Nepal nur erfolgen kann, indem man die ländlichen Gebiete direkt vor Ort unterstützt. Waisenhäuser sind wichtige Einrichtungen, um verwaisten Kindern und Sozialwaisen ein Zuhause zu geben. Wichtiger ist es jedoch, die Lebensbedingungen in den Dörfern zu verbessern, so dass es erst gar nicht zu Waisenkindern kommt. Waisenhäuser zu bauen, bekämpft also nur die Symptome und es können auch nur relativ wenige Kinder von dieser Hilfe profitieren. Hilft man den Kommunen direkt, selbstbestimmt das eigene Leben zu verbessern, profitieren ganze Familienverbände und deren Kinder. Verbessert man die Gesundheitsversorgung, den Nahrungsanbau und die Bildung in den Dörfern, greift man direkt an den Ursachen an. Die Menschen in den Dörfern werden in ihrem Leben und in ihren Ressourcen gestärkt und können selbstbestimmt Veränderungen vornehmen, die ihr Leben erleichtern, verbessern und verlängern. Eine wichtige Rolle nehmen hierbei Mikrokreditprogramme ein. Insgesamt 1250 Kinder werden seit 1998 im Shangri-La Waisenhaus, der Shangri-La International School sowie durch das Scholarship Program unterstützt. Doch das war Govinda nicht genug. 2005 wurde das Shangri-La Community-Based Integrated Development Program ins Leben gerufen. Dieses Programm, das 4 Dorfkommunen in West-Nepal direkt unterstützt, soll dazu beitragen, dass sich das Leben der 3642 Bewohner nachhaltig verbessert. Projektsitz ist Jumla, die Hauptstadt der Karnali-Zone. Aber es gibt noch einen anderen Grund dafür, warum sich die Govinda Entwicklungshilfe seit 2005 im entlegenen West-Nepal in der Karnali-Zone engagiert. Es gab in der Vergangenheit zwar einige wenige Hilfsorganisationen, die in der Karnali-Zone aktiv waren, doch seit Beginn des maoistischen Bürgerkriegs 1996 stellten diese nach und nach ihre Arbeit wieder ein. Die Karnali-Zone wurde seit Jahrhunderten politisch vernachlässigt. Und auch die Entwicklungshilfeprojekte, die es zu Tausenden in Nepal gibt, vernachlässigten diese abgelegene Region. Viele Hilfsorganisationen lassen sich aufgrund der besseren Infrastruktur und des komfortableren Lebens in Kathmandu nieder. Kathmandu ist mittlerweile gut versorgt mit Ärzten, Waisenhäusern und anderen Einrichtungen. Doch in die entlegenen und schwer erreichbaren Gebiete möchte keiner so richtig gehen. Die beschwerliche Hinreise von mehreren Tagen in einem Gelände ohne richtige Straßen und Telefon hält viele Organisationen davon ab, sich in diesen Gebieten zu engagieren.
So kommt die Hilfe wieder nicht dort an, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Die Govinda Entwicklungshilfe entschied deshalb, gerade hier Hilfe anzubieten. Und seit dem Ende des maoistischen Bürgerkriegs 2006 kann die Arbeit vor Ort umgesetzt werden. Die Grundsätze für die Hilfsprojekte in der Kanali-Zone lauten: Bewusstseinsbildung, Partizipation, Nachhaltigkeit und Selbstbestimmung. Man geht stets davon aus, dass die Menschen selbst am besten wissen, was sie brauchen. Bei der Erreichung ihrer Ziele wird ihnen unter die Arme gegriffen. Doch die Initiative muss von ihnen ausgehen. Sie sollen ihre Projekte von Anfang an selbst bestimmen und verwalten. Hilfe, sei es durch finanzielle Unterstützung, Know-how oder Ausbildung, wird als Starthilfe von außen gegeben. Doch nur mit dem Ziel, dass die Projekte sich nach einer Weile selbst tragen und fortsetzen. Im Folgenden werden die einzelnen Projekte, die in Westnepal aufgebaut werden, genauer vorgestellt. Erstens: KTS Outreach Program. Bildung in der Kanali-Zone. Ein Grundpfeiler nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit ist und bleibt Bildung. Erhalten die jungen Menschen in den Dörfern Nepals eine Chance, zur Schule zu gehen und eine Ausbildung abzuschließen, bekommen sie so das wichtigste Werkzeug an die Hand, um ihr Leben zu gestalten und ihr Umfeld zu verändern. Beim ersten West-Nepal-Besuch 2004 besuchten Rocco Unbescheid und Stefan Groß die Kanali Technical School. Die einzige Hochschule der Kanali-Zone befindet sich in Jumla, der Distrikthauptstadt. Hier studieren 128 Studenten und Studentinnen und werden in den Fächern Landwirtschaft und Viehzucht, Krankenpflege, Geburtshilfe und Ingenieurswesen ausgebildet. In dem 2,5-jährigen Studium erlangen sie wichtige Fähigkeiten, die in den Dörfern dringend gebraucht werden. Das Ausbildungszentrum brauchte dringend finanzielle Unterstützung. Die Govinda Entwicklungshilfe entschied sich, die Studierenden und Lehrenden zu unterstützen. Denn als einzige große Bildungseinrichtung der Region ist die Hochschule eine wichtige Institution. Doch es sollte nicht nur die Schule mit 128 Studenten und Studentinnen unterstützt werden. Die Govinda Entwicklungshilfe suchte einen Weg, wie die Region von dem Wissen der Studenten direkt profitieren kann. Denn viele Studenten verlassen die Region nach dem Studium und versuchen ihr Glück in den besser entwickelten Gegenden Nepals, nehmen also ihr Wissen mit, ohne dass die Heimatregion davon profitieren kann. Die Govinda Entwicklungshilfe entwickelte deshalb zusammen mit den Lehrenden der Kanali Technical School das sogenannte Outreach Program. Es ist ein Ausbildungsprogramm. Dabei gehen die Studierenden während des Studiums für 3 Monate in die umliegenden Dörfer, um dort vor Ort den Menschen ihr Wissen weiterzugeben und konkrete Projekte mit den Einheimischen umzusetzen. Hierfür wurden 4 besonders benachteiligte Gemeinden mit einem hohen Anteil an Kastenlosen, also Unberührbaren, ausgewählt. Diese 4 Gemeinden mit ihren 3.634 Menschen werden durch dieses Ausbildungsprogramm vor Ort unterstützt. So werden beispielsweise Tiere geimpft oder medizinisch versorgt, Komposte angelegt, Pflanzenschulen eingerichtet, Bewässerungsanlagen gebaut. Dabei profitieren beide Seiten. Die Studenten können ihr Wissen in der Praxis anwenden, erweitern also ihre Handlungskompetenz. Gleichzeitig lernen sie aber auch von den jahrhundertealten Erfahrungen der Dorfbewohner. Diese profitieren von der Hilfe der Studenten und lernen neue Methoden und Möglichkeiten kennen, die ihnen das Leben erleichtern. Sie profitieren zum Beispiel von der Impfung ihrer Tiere und der medizinischen Versorgung. Denn eine Kuh ist in dieser Region viel wert und es bedeutet einen großen Verlust, falls die Kuh stirbt. Besonders werden in diese Projekte auch die Frauen eingebunden, die ja in der Familie und der Nahrungsmittelproduktion die wichtigste Rolle spielen. Diese erhalten durch die Projekte auch eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins und lernen selbstbestimmt Veränderungen vorzunehmen, die ihnen das harte Leben etwas erleichtern. Ihr Wissen geben sie dann an die anderen Familienmitglieder weiter. Die Studenten des Fachbereichs Landwirtschaft
haben die Dorfbewohner außerdem in Bienenzucht, Gemüsepflanzung und Abfallmanagement trainiert. 1800 Tiere wurden entwurmt, viele wurden medizinisch behandelt und gegebenenfalls kastriert. Über 3500 Tiere wurden geimpft. 2007 wurden durch die Studierenden des Fachbereiches der Krankenpflege und Geburtshilfe 1000 Menschen medizinisch versorgt. Krankheiten wie Durchfall, Haut- und Magenprobleme, Fieber und Lungenentzündung konnten zu 80% geheilt werden. Die Hebammen in Ausbildung betreuten über 700 Menschen in den 4 Gemeinden. Hauptprobleme der Frauen in der Kanalizone sind Gebärmuttervorfälle, Entzündung und Infektionen. Durch die schlechten hygienischen Bedingungen kommt es bei vielen Frauen zu Komplikationen während oder nach der Geburt. Die schlechte Hygiene und schlechte medizinische Versorgung sind Hauptgründe für die hohe Säuglingssterblichkeit. 75 von 1000 Neugeborenen überleben die ersten Tage nicht und 6 von 100 Frauen sterben während oder nach der Geburt. Die Studentinnen der Kranken- und Geburtshilfe veranstalteten für die Dorfbewohner zusätzlich zu ihren Behandlungen mehrtägige Schulungen. Vorrangige Themen waren hierbei Wasser und Hygiene, Frauengesundheit, Geburtshilfe sowie Erste-Hilfe-Trainings. Die Krankenschwestern trainierten außerdem Schüler und Schülerinnen der Klassen 4 bis 8 zum Thema Gesundheit in der Schule. Die Studierenden des Bauingenieurwesens trainierten ebenfalls die Dorfbevölkerung. Hauptthemen hierbei waren die Instandhaltung der Wasserversorgung sowie die Behandlung von verunreinigten und kontaminierten Wasser. Schulen und Schulinventar wurde mit den Einwohnern repariert, Wasseranlagen gebaut. Im Dorf Tirku wurden 10 Solaranlagen installiert. Im Dorf Luma entschieden sich die Dorfbewohner für einen Schulbau und wurden tatkräftig von den Studenten beraten und unterstützt. Die praktischen Erfahrungen, die die Studenten und Studentinnen mit den Dorfbewohnern gemacht haben, werden im theoretischen Unterricht an der Kanali Technical School aufgegriffen. Der Schulunterricht dort wird gegebenenfalls auch unterstützt. Es finden auf Wunsch zusätzlich Lehrertrainings statt, in denen den nepalesischen Lehrern und Lehrerinnen neue praxis- und problemorientierte Lehr- und Lernmethoden vorgestellt werden. Zweitens, SSDP, Shangri-La Sustainable Development Program. Neben dem KTS-Ausbildungsprogramm realisierte die Govinda-Entwicklungshilfe ein weiteres Projekt. Kernpunkt dieses nachhaltigen Entwicklungsprogrammes für die Dorfgemeinden ist ein Mikrokreditprogramm, das auf den Ansätzen von Partizipation, Bewusstseinsbildung und Nachhaltigkeit fußt. Dieses Mikrokreditprogramm beginnt zunächst mit Schulungen der Dorfbewohner in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung. Sie lernen danach über mehrere Monate hinweg in Kleingruppen und in einer Vielzahl an Trainings Geld zu sparen, Kredite zu vergeben und es selbst verwalten zu können. Kommt es danach auf eigene Entscheidung der Dorfbewohner zur Gründung einer Kooperative, können sich Einzelpersonen mit einer Projektidee, zum Beispiel mit einem Schulbau oder einem eigenen Feldbewässerungssystem, um einen Kredit bewerben. Momentan wird dieses System für 2037 Menschen in 327 Haushalten in der Kanalizone angeboten. Es befähigt die Menschen dazu, ihre Grundprobleme in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung selbst zu lösen, ein eigenes Mikrobusiness aufbauen zu können und ihre Probleme langfristig selbst zu lösen. Durch das Mikrokreditprogramm haben Unberührbare, Frauen und benachteiligte Menschen Zugang und Kontrolle zu Ressourcen und Entscheidungen. Die Dorfbevölkerung erreicht einen höheren ökonomischen Status durch den Aufbau von Kooperativen und die Kreditvergabe. Bei allen Prozessen und über die Wege des Projektes entscheidet die Bevölkerung und wird von Trainerinnen der Shangri-La Association beraten. Das gesamte Programm unterstützt den sozialen Zusammenhalt und den Wissensaustausch zwischen den Dorfbewohnern und den Dörfern an sich. Sozial Benachteiligte, wie die Unberührbaren, werden in den Prozess und somit in die Dorfgemeinschaft integriert.
Das ist die alte Schule, 480 Kinder, 220 Plätze in diesen 6 Räumen, die zur Verfügung standen. Ein Raum ist Funktionsraum und wir bauen jetzt eine neue Schule, sodass beide Räumlichkeiten genutzt werden können und alle Kinder unterbringen können. Ein konkretes Projekt wurde 2007 im Dorf Luma realisiert. Die Dorfbevölkerung setzte sich für einen Schulneubau ein. Die alte Schule war zu klein und bot für die 240 Kinder nur schlechte Lernbedingungen. Der Neubau der Schule, die nun 500 Kinder besuchen können, wurde von den Dorfbewohnern selbstständig geplant und umgesetzt. Studenten der Kanali Technical School standen mit Wissen und Arbeitskraft ebenfalls zur Verfügung. Innerhalb von nur 7 Monaten wurde die neue Schule gebaut. Das Geld für den Neubau wurde von Govinda als Kredit vergeben. Der Vorteil der Kreditvergabe über die Govinda Entwicklungshilfe ist zudem, dass so geldgierige Geldverleiher, die tausende Menschen in der Region durch ihre hohen Zinsen in eine noch tiefere Armut treiben, übersprungen werden. Die Menschen werden nicht in eine gläubige Abhängigkeit gebracht. Ein weiteres Projekt der aktiven Hilfe vor Ort ist die Unterstützung der Gründung von Interaktionszentren. Hier können politische und aktuelle Ereignisse sowie Probleme, die die Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung betreffen, diskutiert werden. Es werden zudem Bücher und Zeitungen zur Verfügung gestellt. Das Ganze wird von einem Sozialarbeiter betreut. Eines der notwendigsten Projekte ist die Ausbildung von 2 Hebammen. 2 Frauen, die in den Dörfern leben, wurden in allen Fragen der Geburtsvorbereitung, Hilfe und Nachbereitung trainiert. Nach ihrer Ausbildung arbeiten sie in 2 Gesundheitsbüros und in mobilen Kliniken und betreuen die Frauen. So erhalten die Frauen direkt vor Ort eine medizinische Versorgung und müssen nicht in das mehrere Tage entfernte Distriktkrankenhaus gebracht werden. Des Weiteren werden in den Kommunen regelmäßig Health Camps angeboten. Dort findet durch nepalesische Ärzte, zum Teil auch mit Unterstützung von deutschen und Schweizer Ärzten, gesundheitliche Aufklärung statt. Ursachen für Krankheiten sollen den Menschen auf verständliche Art und Weise nähergebracht werden. Gleichzeitig gibt es Tipps, wie sich die Dorfbewohner selbst helfen können. Größere Sachen wie Zahnbehandlungen werden einmal jährlich in den Health Camps durchgeführt. Hierfür kommen Zahnärzte, Augenärzte oder Gynäkologen aus Nepal, Deutschland oder aus der Schweiz in die Dörfer und bieten den umliegenden Dörfern eine Grundversorgung und gesundheitliche Aufklärung. Bei dem hier gezeigten Zahnarztcamp 2007 in Jumla konnten über 1000 Menschen mit einer Grundbehandlung versorgt und in der Zahnpflege trainiert werden. Die Teilnahme der Bevölkerung, die teilweise mehrere Tage zu Fuß zu den Camps unterwegs waren und deren überlebenswichtige Feldarbeit in dieser Zeit ruhte, war überwältigend. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen laufen direkt in den Dörfern Trainings zu Hygiene, Toilettenbau und Toilettennutzung. Ebenso wird der Bau rauchfreier Öfen in den Lehmhütten unterstützt. Das traditionelle Kochen am offenen Feuer ohne Abzug ist in den Hütten Ursache für Lungen- und Augenkrankheiten, an denen fast 80% der Bevölkerung leidet. Seit 2008 führt die Govinda Entwicklungshilfe die Outreach Programs auch im Nachbardistrikt Mugu durch. Mugu ist der ärmste Distrikt Nepals, der im Norden an Tibet grenzt und durch seine Unwegsamkeit nur schwer erreichbar ist. Die Unterstützung wird also auf weitere Gemeinden ausgeweitet, sodass weitere Menschen von der Hilfe profitieren können. Das Shangri-La Sustainable Development Project schließt sich nahtlos an die bisherigen Outreach-Programme an und wird in weiteren Gemeinden in Zukunft einen nachhaltigen und wertvollen Beitrag in der Region leisten.